So, noch ein bisschen Ski machen für das Video. Ach, ich glaube, das bringt auch nichts mehr. Grüß dich und herzlich willkommen beim ersten Farmvlog vom Grimhof. Ich bin der Martin und ich möchte euch unseren Betrieb vorstellen und so über das ganze Jahr verteilt Videos machen, wo ich euch zeigen kann, was mir da alles macht auf dem Betrieb. Also die ganzen Arbeiten, was halt das ganze Jahr über anfällt, möchte ich so in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal filmen und euch zeigen. Egal, ob es jetzt was mit den Tieren zum Tun hat, wie man die halten, wie man sie füttern, was man mit denen machen, ja. Oder draußen in der Außenwirtschaft, was man mit Feldern, mit Dünger, mit Mähen, mit Heu machen, mit Silage machen, wie das bei uns so läuft. Genau, so einfach die ganze Arbeiten, was es so das ganze Jahr über anfällt, möchte ich euch da so zeigen. Genau. Und um das, am besten wäre es jetzt einfach mal, wir machen jetzt einmal eine Runde um den Hof. Dann sehen wir da mal, was euch da so erwartet. Jetzt sind wir gerade oben im Haus. Die drehe ich gerade mal rum. Genau, das ist jetzt im Hof. Oben im Haus, genau, mit Blick auf den Garten. Vorne ist das Wohnhaus. Das ist der Denner, Scheune, wie man so sagt. Da haben wir dann Stadel, wo ein bisschen Maschinen drin sind, Auto drin sind. Da haben wir nochmal rein. Genau, und so, jetzt laufen wir einfach mal ums Haus rum. Da könnt ihr da mal schauen. Also, wir betreiben den Hof zusammen, ich mit meiner Frau. Wir zwei allein bewirtschaften den Hof. Wir liegen da auf 750 Meter Höhe im südlichsten Bayern, also im südlichsten Landkreis Oberallgäu ist das. Also wir haben Richtung Süden vielleicht so 3 Kilometer, sind wir schon zur österreichischen Grenze. Also ganz im Süden sind wir da. Ja, das ist schon mal so zur Lage, genau. Und da sind wir jetzt gerade hinterm Haus, das ist Autodenner von hinten. Da fahrt man mit dem Futter im Sommer dann rein, zum Futter reinbringen. Da kommt jetzt so langsam der Stall. Das ist der Kurstall, wo wir nachher noch reingehen, wo wir dann noch anschauen können. Ist alles noch ein bisschen viel Schnee, gell? Jetzt ist Mitte Februar. Haben wir immer noch, ich letzten Mal gemacht, 70 cm Schnee. Ist schon ganz ordentlich, gell? So, und wir bewirtschaften jetzt da einen reinen Grünlandbetrieb und also kein Acker. Wir haben eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 28 Hektar, was wir bewirtschaften. 6 Hektar Alpe ist dabei, so eine kleine Alpe, und 3 Hektar Wald, wenn wir so für den Eigenbedarf haben. Wir halten da 25 Kühe, Milchkühe. Und so 15 Stück Jungvieh, Rinder, Kälber, was halt so noch die Nachzucht ist. Und das andere, das sendet ihr dann nachher noch, was alles noch da ist. Jetzt klettere ich mal schnell dann auf, dann können wir mal schnell einen Rundblick machen. Schau, da ist auch gerade Loipe und Wanderweg geht bei uns am Haus vorbei, darum sind da so viele Leute umeinander. Da ist der Hof von unten. Der alte Stall, der neuere Stall, also der Kurstall, die Liegehalle und der Blick nach Westen hinten aus. Und das ist der Blick nach Osten. So haben wir jetzt einmal den ganzen Blick durchs Tal gehabt. Genau, dann machen wir weiter. So. Kommen wir mal da rum, obwohl da sieht man eigentlich jetzt nicht mehr so viel, aber ist ja was. Schauen wir da mal nachher. Genau. Da ist das Wohnhaus von vorne noch und der Stall. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir am besten
in den Stall rein. Da zeige ich euch mal die Tiere alle, was wir alles so haben. Dann bis gleich. So, jetzt sind wir in unserem alten Stall, also im Uralter. Und da haben wir jetzt die ersten Viecher da. Fangen wir mal mit der kleinsten an, wo wir da haben. Dann schauen wir da mal da rein. So. Das sind unsere zwei Hasen. Ja, sind eigentlich hauptsächlich bloß da zum Füttern, Gästekinder zum Streicheln und zum ein bisschen rumkuscheln. Gell? Sind ganz zufrieden. Ne? Hansi und Uschi heißen sie. Ja? Die sind ja ganz richtig schlecht drin. Ja, das hier. Ja? Das sind die ersten. So, dann gehen wir schon weiter. Weiß jetzt wahrscheinlich jeder das schon. Dahinter geht es jetzt schon. Schauen wir mal zu deren Wildern rein. Oh, da müssen wir aufpassen. Die kommen gleich raus. Halt, weg! Das sind ganz wilde Hunde. Unsere Henner, die werden immer raus. Gell? Sind jetzt da in ihrem Winterstall. Da sind sie jetzt bloß im Winter hin, weil es halt einfach Schnee hat. Darum braucht die Dusseid sein. Jetzt kommt. Geh mal leider. Und so wie man merkt, die werden jetzt da raus. Die dürfen jeden Tag, dürfen die eine Weile draußen rumspringen. Ein bisschen picken oder im Stall rumlaufen oder jetzt, wenn das Wetter auch besser ist, auch mal draußen. Ja. Ja, Mädels, alles gut? Okay, dann gehen wir weiter. Machen wir wieder zu, ihr dürft nachher wieder raus. So, dann geht's weiter. So, in der nächsten alte Stall. So, und da haben wir jetzt, da sind als erstes einmal unsere drei Zuchtkälber, unsere größeren Kälber schon, die wo von der Milch schon abgewöhnt sind. Das sind jetzt die größeren. Zwei Braunvieh, einmal ein Fleckvieh-Kreuzung, dann sieht man, der ist ein bisschen weiß. Gell? Genau, das sind die da. Da kann man mal von hinten schauen. Gell, Schnucki, so ein schön reinschauen, ja, sauber. Hä? Ja, ja, sind der Brave. Ja, ja, immer ganz brav. Ja? So. Und da sind noch kleinere. Zwei, auch ein Braunviehkalb. Und dahinter noch so ein kleiner Fleckvieh. Kreuzung nochmal einer. Ein Bubi. Der wird demnächst mal wegkommen. Ja? Weil wir die männlichen Kälber ja alle nicht behalten. Wir behalten nur die weibliche. Was jetzt so zur Zucht halt ist. Genau. So. Okay. Machen wir weiter. So, jetzt kommen wir hier zu den nächsten Tieren. Schauen wir mal, was wir da haben. Ja, das ist der Hunde versteckt. Schutzi. Sagt mal Hallo zur Kamera. Lass uns in Ruhe. Das sind Biene und Maya, unsere zwei Minischweine. Gell? Kommen wir zu der nächsten. Da haben wir noch welche. Ganz spezielle. Fangen wir mal mit der in der Mitte. So. Da haben wir unsere drei Esel. Gell? Servus Willi. Das ist der Willi. Und der Ludwig und Lina. Gell? Die da sind das, gell? Ja, ja, passt schon. Gell? Hier Schnuckis. Und da schaut noch jemand. Etwas ganz was Exotisches. Gell? Das sind unsere Lamas. Zu denen gehe ich mal rein. Hey Schnuckis, was? Jetzt haben wir Panik. Was macht jetzt der da mit der Kamera rum oder was ist denn das? So was sieht man heute gerade so oft. Gell?
Klar, man ist ein Mordschiss wie hier. Alte Schisser. Wenn da irgendwas Neues kommt, da hat man sofort ein paar Angst und rennt davon. Naja, ja. Drum lassen wir es jetzt mal in Ruhe. Da können sie so in ihren Auslaufen aus. Aber ist halt auch alles noch voll mit Schnee. Ist nicht so gut. So, jetzt dann gehen wir noch ins, in den letzten Stall. Ja, halt einmal, etwas habe ich noch ganz vergessen. Da müssen wir auch noch mal schnell runterschauen, was wir da haben. Hier da, die Halbwilde. Das sind die allerlustigsten. Die sind jetzt da auch in ihrem kleinen Stall. Die filme ich vielleicht nachher noch mal, wenn wir sie rauslassen. Also, lassen wir das schauen. Das sind also Laufenter, da die vordere Dürre. Die anderen zwei sind so eine Mischung aus Laufente und Pekingente. Oder wie auch immer, was für ein Sinn. Aber das sind gaudige Dinge, die sind lustig. Okay. Lassen wir sie mal in Ruhe. Die filme ich nochmal, wenn wir sie in Ausland. So, und als letztes geht es jetzt noch in den Kurstall rein. So, und da sind wir jetzt bei der Kühe. Die haben jetzt gerade mittags kriegen sie immer noch ein bisschen Hei. Und sie haben Hei gekriegt und darum sind sie jetzt da gerade alle am Fräsen. Ja. Das ist die ganze Reihe. So. Bis dahinter. 25 hier zurzeit. Alle Rasse Braunvieh. Allgäuer Braunvieh. Das ist bei uns das Nonplus Ultra. Es gibt nichts Besseres. Ja. Und dahinter ist dann noch ein weiterer Stall. Das ist jetzt nur der Fressbereich da. Und dahinter ist Liegebereich und der Melkstand. So, auf der Seite haben wir noch unsere Schumper. Schumper ist. Das ist ein allgemeiner Ausdruck für alles, sagen wir mal, wo von Kalb bis zum Tragen der Rind ist, sind bei uns Schumper, sagt man sonst halt Rinder oder so was. Und das sind hier. Das ist die größere Gruppe, das ist die kleinere Gruppe und das ist die mittelgroße Gruppe. Das sind jetzt, glaube ich, was haben wir? 11 haben wir dahinter. Wir haben bloß so viel, wie wir halt für den Eigenbedarf brauchen, für die eigene Nachzucht. Gell? Genau. Ja, das wäre es eigentlich jetzt einmal soweit. Jetzt haben wir mal gesehen, was wir alles haben, wie unser Betrieb ausschaut. Und ja, lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Wie gesagt, in unregelmäßiger Abstand werde ich weiterhin Videos machen. Immer zu, was halt gerade so aktuell ist. Gell? So, das wäre es jetzt einmal von der Sperren. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt euch einen Daumen hoch. Und wenn ihr die zukünftigen Videos euch verpassen wollt, am besten den Kanal abonnieren. Dann sind wir immer auf dem Laufenden. Ne? Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ne? Also, bis dann.